Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Quarks und Kaspers. Das Internet ist toll. Und das sage ich, obwohl ich beim Fernsehen arbeite. Das Internet hat aber auch seine Schattenseiten. Leute können einfach so Sendungen produzieren. Und Kriminelle können uns inzwischen aus der Ferne ausrauben oder sogar Lösegeld erpressen. Cyberverbrecher werden immer raffinierter. Anfang 2016 häufen sich sogenannte Kryptotrojaner. Sie verschlüsseln alle Dateien auf dem Computer, um Lösegeld zu erpressen. In Neuss legten sie im Februar ein ganzes Krankenhaus lahm. Schwere Notfälle wurden abgewiesen und Operationen mussten verschoben werden. Der zurzeit erfolgreichste Kryptotrojaner heißt Locky. Wie diese Schadsoftware funktioniert, wollen Linus Neumann und Thorsten Schröder vom Chaos Computer Club für uns herausfinden. Sie haben sich Locky besorgt und bauen zuerst ein Computernetzwerk auf. Also was wir jetzt hier in unserem Labor aufgebaut haben, ist ein Opferrechner, den wir hier sehen. Wir haben hier eine Instanz des Angreiferrechners, der den Trojaner Locky bereitstellt. Hier zeichnen wir noch einmal alles auf, um uns das nachher anzuschauen, was im Hintergrund passiert. Die Geschichte fängt an mit einer E-Mail an das Opfer. Als Absender firmiert hier eine fiktive oder existierende Firma, von der aber ganz sicherlich nicht diese Rechnung stammt. Es sieht sehr plausibel aus und das ist eben genau auch das, worauf die Angreifer spekulieren. In unserem Fall ist das Opfer also jetzt neugierig geworden und sagt, wir möchten diese Word-Datei öffnen. Was das Opfer nun sieht, ist eine leere Seite und die schöne Schaltfläche Enable Content, also schalte den Inhalt an. Auf geht die Reise. Und jetzt sehen wir hier, wie die Datei das Programm Locky herunterlädt. Also Locky, der wird von einem gehackten Server übertragen. Es geht in Sekunden schneller. Und wir sehen dann hier das erste Mal, dass Locky Kontakt zu dem Command and Control Server aufnimmt. Locky meldet ein neues Opfer. Der Command and Control Server überträgt den Schlüssel, den Locky nutzen soll, um die Dateien zu verschlüsseln. Und Locky beginnt mit der Arbeit. Und hier können wir also jetzt in Ruhe dabei zusehen, wie Locky eine Datei nach der anderen verschlüsselt. Und wir können Abschied nehmen, weil wenn wir keine Backups haben, ist es das letzte Mal, dass wir diese Dateien gesehen haben. Alle Dateien haben jetzt nicht mehr ihren ursprünglichen Namen, sondern eine kryptische Zahlenfolge und die Endung Locky. Und wenn wir jetzt da draufklicken und sie öffnen wollen, wird jedes Programm sagen, also mit dieser Datei kann ich nichts anfangen. Da ist das Erpresserschreiben. Und hier wird uns angezeigt die Adresse, wo uns der Locky Decryptor angeboten wird, um unsere Dateien wiederzubekommen. Die Angreifer wollen Geld und bieten hier eine Dienstleistung, die keiner bestellt hat, die Leute aber jetzt mitunter sehr dringend brauchen. Das heißt, für einen halben Bitcoin, ungefähr 200 Euro, kommen wir dann wieder in den Besitz unserer Dateien. Man sieht, dass diese Schadsoftware-Entwickler einen gewissen Sinn für Humor haben, weil sie am Ende, wenn jemand diesen Decryptor gekauft hat, dann geben sie einem noch ein paar gute Tipps mit auf den Weg, dass man in Zukunft mehr Backups machen soll, weil nur Backups helfen gegen solche Formen der Angriffe. Linus und Thorsten wollen herausfinden, ob sie Hinweise auf die Täter finden können. Aber Fehlanzeige. Die Server, mit denen der Trojaner kommuniziert, gehören nicht den Tätern. Sie sind gekapert. Und von ihnen kommt der Code, mit dem die Dateien verschlüsselt werden. Auch beim Transfer des digitalen Lösegelds sind die Täter klug vorgegangen. Da haben die Angreifer sich Mühe gegeben, sich zu verstecken. Einen sogenannten Dark Web. Das heißt, das Einzige, was wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben, das ist Locky selber. Dieses Programm versteckt sich erstmal vor sich selbst und entschlüsselt sich selber erst beim Ausführen. Das heißt, da steht da erstmal nur Kauderwelsch. Und ich muss die Software dynamisch analysieren. Also wir lassen das Programm jetzt laufen, um zu gucken, ob es irgendwelche Hinweise gibt, was die Software tut.
Mit einem speziellen Tool können Sie Locky, während es läuft, jederzeit anhalten. Schritt für Schritt analysieren Sie, wie das Programm funktioniert. Mit dieser mühsamen Methode kriegen Sie neue Hinweise. Locky ist so programmiert, dass die Angreifer immer unerkannt bleiben. Und Sie halten ständig Kontakt zum infizierten Rechner, selbst wenn der Server, über den Sie Locky steuern, vom Netz geht. Sie kapern einen neuen und haben wieder Kontrolle über den Rechner. Also was man bei dieser Software ganz gut sieht, ist, dass die Autoren sich sehr, sehr viel Mühe gemacht haben und ja, man auch nicht fürchten muss, dass Strafverfolgungsbehörden oder Antivirenhersteller dem Treiben sofort einen Riegel vorschieben. Also nachdem wir vorher schon einige Kryptotrojaner mit Kinderkrankheiten gesehen haben, hat hier jetzt jemand mal seine Arbeit richtig gemacht. Locky wütet weiter. Die meisten Opfer sitzen in Deutschland, gefolgt von den Niederlanden und den USA. Tja, im Februar 2016 hat der Trojaner mit dem schönen Namen Locky allein in Deutschland innerhalb von 24 Stunden 17.000 Computer infiziert. In Worten 17.000. Mein erster Gedanke war, oh, die Armen. Mein zweiter Gedanke war, oh, die Doofen. Wer fällt denn auf einen Trojaner rein? Und das Schlimmste ist, Linus und Thorsten, die Locky für uns analysiert haben, die sagen ganz klar, wer kein Backup hat und seine Daten wiederhaben will, muss zahlen. Es gibt leider keinen umfassenden Schutz vor Computerkriminellen, aber sie selbst können einiges tun, um Angriffe abzuwehren. Tipp 1. Wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sind, dass Ihnen jemand eine Rechnung per Mail schickt, einfach den Absender anrufen und nachhören. Oder noch einfacher das machen, was ich immer tue, ignorieren und löschen. Niemals einfach so auf einen unerwarteten Anhang klicken. Tipp 2 geht ein bisschen weiter. Passwörter sind ätzend. Man kann sie sicher nicht alle merken. Also warum nicht ein Passwort für alle Dienste benutzen? Machen Sie das nicht. Es wäre so, als würden Sie denselben Schlüssel für Ihr Auto, Ihr Haus, Ihren Safe, Ihre Toilette und Ihr Liebesschloss auf der Hohenzollernbrücke benutzen. Ähnlich wie der eine Ring, der alle beherrscht. Wenn dieser eine Schlüssel in die falschen Hände gerät, dann reicht es nicht, einen kleinen Hobbit loszuschicken, um das wieder gerade zu biegen. Also nutzen Sie ein Passwort niemals zweimal, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Tipp 3. Wenn sich plötzlich ein Browserfenster öffnet mit der Nachricht, dass ein Virus entdeckt wurde, erstmal ruhig weiteratmen, denn das kann Ihr Browser gar nicht wissen. Da will Ihnen jemand nur ein Programm unterjubeln, das dann vielleicht mehr Schaden anrichtet, als dass es nützt. Nicht einfach draufklicken. Und falls Ihnen das zu schnell ging oder Sie noch mehr Tipps brauchen, lege ich Ihnen unsere Seite ans Herz. Da haben wir alles für Sie aufgeschrieben. www.quarks.de. Nicht, dass Sie denken, ach, dieses Internet-Ding, das ist doch nur für junge Leute. Das entspricht nämlich nicht so ganz der Realität. Nennen wir sie Alex. Sie ist 25 Jahre alt, genauso alt wie das World Wide Web. Ein Leben ohne Internet kennt sie nur aus Erzählung. Mit Freunden verabreden macht sie über WhatsApp mit ihrem Smartphone. Musik wählt sie aus Millionen Titeln bei einem Streamingdienst aus, immer das, was ihr gerade einfällt. Ihre Fotos sind alle in der Cloud. Selbst ihre Bank kennt Alex nur aus dem Internet. Auch in ihrem Studium. Da geht vieles nur noch online. Ganz anders sieht es bei ihrem Opa aus. Nennen wir ihn Frank. Hallo Alexander. Sein Leben funktioniert noch weitgehend analog, denkt er. Aber wenn Frank mit seiner Enkelin telefoniert, geht das auch bei ihm über das Internet. Geld abheben? Vorher wird Franks Karte überprüft. Online natürlich. Franks Einkäufe im Supermarkt hängen auch vom Internet ab. Logistik- und Transportketten funktionieren größtenteils online. Die gute alte Apotheke. Hier holt Frank regelmäßig seine Tabletten. Auch deren Bestellung läuft überwiegend elektronisch. 60% der Menschen in Deutschland haben ein Smartphone. 80% sind online. Das ist erst der Anfang. Bald wird alles mit allem vernetzt sein. Tja, es ist egal, ob Sie das Internet viel nutzen oder wenig oder gar nicht. Fest steht, Ding Nummer 1, das Internet ist überall.
Mittlerweile sind so viele Geräte und Computer miteinander verbunden, dass es kaum einen Menschen gibt, den das nicht in irgendeiner Form betreffen würde. Diese Vernetzung kann ausgenutzt werden mit Schadsoftware. Da gibt es Viren, Würmer und Trojaner. Und weil man da schnell die Orientierung verlieren kann, hier mal ein kurzer Überblick. Virus. Ein Computervirus befällt Dateien ganz ähnlich wie ein Virus Zellen im Körper befällt. Wenn dann so eine Datei geöffnet wird, dann wird auch der Virus gestartet und macht das, wofür er programmiert wurde. Ein Virus verbreitet sich also nicht von alleine. Im Gegensatz zu Würmern. Die verbreiten sich selbstständig mit den unterschiedlichsten Methoden. Zum Beispiel kann so ein Wurm ein E-Mail-Programm ausnutzen und sich dann an alle Adressen in ihrem Adressbuch versenden. Trojaner. Sie kennen wahrscheinlich alle die Geschichte vom trojanischen Pferd. Das war ein großes, hohles Holzpferd, in dem sich griechische Soldaten versteckten. Das Pferd wurde von den Trojanern nichtsahnend in ihre Stadt gezogen. Die Soldaten im Inneren des Pferdes öffneten nachts die Stadttore und ließen die restlichen griechischen Soldaten rein. Tja, und auf diese Weise eroberten sie Troja. Und so ist das auch bei Computern. Trojaner sehen erstmal harmlos aus. Die verstecken sich zum Beispiel in so einer Word-Datei. Wenn die Datei geöffnet wird, dann kann der Trojaner übers Internet weitere Schadprogramme runterladen und so richtig loslegen. Viren, Würmer und Trojaner, das sind gewissermaßen die Einbrecherwerkzeuge krimineller Hacker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bitte um Verständnis, dass ich anonym bleibe, denn ich breche in den Computer ein. Hier eine ganz persönliche Auswahl. Meine fünf liebsten Computereinbrüche. Der coolste Hack. Kluge Dinge sind direkt mit dem Internet verbunden. Fernsehen, Beleuchtung oder Kühlschrank, privat oder beim Staat. Ein Gefängnis in Hessen. Im Mai 2013 haben sich Hackerkollegen in das Heizungssystem der Justizvollzugsanstalt Gießen gehackt. Sie knackten das Online-Wartungsportal und konnten dann als Servicetechniker die Regler drehen. Die Anstaltsleitung wollte den digitalen Einbruch nicht glauben. So machten die Hacker einen Vorschlag. Wir senken die Heizungstemperatur um 5 Grad. Dann wisst ihr, dass wir in eurem System sind. Innerhalb kürzester Zeit ging die Temperatur um 5 Grad runter. Der pikanteste Hack. Für Furore sorgten meine Hacker-Kollegen, als sie im Mai 2015 die Fremdgeh-Seite Adult Friend Finder gehackt hatten. Sie gelangten an Daten von rund 3,9 Millionen Nutzern, inklusive E-Mail und Kreditkarte, aber auch an Angaben zu sexuellen Vorlieben und außerehelichen Affären. Die Angreifer wollten die User mit den geklauten Daten erpressen. Bekämen sie nicht bis zu 100.000 Dollar, würden die Daten im Netz veröffentlicht. So etwas kann in strengen islamischen Ländern sehr unangenehm sein. Dort steht auf Ehebruch oder Schwulensex teilweise die Todesstrafe. Nun wird's peinlich für die Polizei. Der peinlichste Hack. Im Juli 2011. Daten-Super-GAU bei Zoll und Polizei. Sämtliche Server des Observationssystems Patras durch Trojaner verseucht. Die Hacker veröffentlichen Verschlüsselungscodes der Bundespolizei und können die Peilsender der Behörden nach Belieben aus- und einschalten. Ein echter Festtag für Hacker, aber auch für Gangster, die davon wussten. Der gemeinste Hack. In den USA kann man sie schon kaufen. Die Hello Barbie, die zuhören und sprechen kann. Hey, we can talk about school. Hello Barbies Mikrofon leitete Kinderfragen direkt in eine Cloud. Anschließend antwortete die vernetzte Puppe sinnvoll. Mit einem von rund 8000 Dialogsätzen. Well, if you're not feeling giggly now, you will by the end. Für die Hacker war Barbie ein Kinderspiel. Aus Hello Barbie wurde Abhör-Barbie. Sie konnten sämtliche Gespräche im Kinderzimmer mithören und entscheiden, was Barbie antwortet. Aber beschäftigen wir uns nicht mit Spielzeug, sondern mit Zerstörung. Der bedrohlichste Hack.
Estland will das digitale Land sein. Schon 1997 hatte der kleine Ostseestaat alles auf digitale Anwendungen umgestellt. 2007 haben ausländische Hacker in Estland die Netzwerke von Banken, Behörden, Polizei und Regierung angegriffen und mit einer Flut von manipulierten Daten gezielt lahmgelegt. Nichts ging mehr. Auch Notrufnummern waren blockiert. Wer in so einer Situation einen Herzinfarkt erleidet, hat verloren. Bis zum nächsten Mal in Ihrem Computer. Wenn man so eine Liste mit Hacks vorgesetzt bekommt, hat man schnell den Eindruck, dass Hacken grundsätzlich was Schlechtes ist. Ist aber nicht so. Hacken bedeutet das hier. Das ist ein VHS-Rekorder, der, weil niemand mehr VHS-Kassetten guckt, jetzt Katzen füttert. Statt dass der Timer Fernsehsendungen aufnimmt, gibt er der Katze was zu fressen. Also, ein System so zu verändern, dass es etwas macht, das jenseits seiner eigentlichen Bestimmung liegt, das ist Hacken. Hacken kann man alles, zum Beispiel auch den eigenen Körper. Kennen Sie diese Rätselbilder, bei denen man die Unterschiede erkennen muss? Mit einem Hack schaffe ich es immer sehr, sehr schnell, die Fehler zu finden. Und zwar ist der Trick folgendermaßen. Ich schiele einfach und versuche, Original und Fehlerbild übereinander zu bringen. Und sobald ich das geschafft habe, kann ich sofort die Fehler erkennen. Das ist ein Hack für die Augen. Wer Computersysteme hackt, der möchte, dass die Computer was machen, was sie normalerweise nicht machen. Zum Beispiel eine Türe zu öffnen, die eigentlich verschlossen bleiben sollte. Es gibt Hacker, die nutzen ihre Fähigkeiten, um auf Fehler in Systemen hinzuweisen und die Systeme so sicher zu machen. Und dann gibt es Hacker, die nutzen diese Systemfehler lieber aus, um viel Schaden anzurichten oder um viel Geld zu kassieren. Das ist Ding Nummer 2. Es gibt gute und böse Hacker. Böse Hacker wüteten im Sommer 2015 mit Hilfe eines Trojaners im Deutschen Bundestag. Mein Kollege und WDR-Computerspezialist Jörg Schieb hat sich mal angeschaut, was damals passiert ist. Unbekannte haben das Computernetz des Bundestages attackiert. Hacker hätten versucht, in die IT-Systeme einzudringen. Die Täter hätten versucht, eine Software einzuschleusen, einen Trojaner möglicherweise. Mittlerweile weiß man aber Details. Man weiß, es wurde eine E-Mail verschickt, im Anhang ein Dokument, angeblich von den Vereinten Nationen. Und da war der Trojaner drin. Die Folgen sind verheerend. Die Süddeutsche einen Monat später. Der Cyberangriff auf den Bundestag ist wirklich verheerender als bislang gedacht. Oder hier, die Hacker konnten jede Menge Daten klauen und das IT-Netzwerk muss sogar ausgetauscht werden. Da fragt man sich natürlich, heute hat doch jeder zu Hause einen Virenschutz installiert, der so etwas eigentlich verhindern soll. Wieso eigentlich nicht im Bundestag? Wo war und ist das Problem? Bei meiner Recherche erfahre ich, dass jede Software Fehler hat, also auch die im Bundestag. Und das heißt gleichzeitig, jede Software hat Sicherheitslücken. Oft stellen die Hersteller Sicherheitsupdates bereit, aber viele dieser Fehler werden gar nicht bemerkt. Und dann bleiben die Sicherheitslücken einfach bestehen. Wenn es eine Methode gibt, so ein Sicherheitsleck auszunutzen, dann sprechen die Experten von einem Exploit. Bei einer Sicherheitsfirma in München erfahre ich mehr darüber. Herr Schneider, alle Schieb, schön, dass Sie da sind. Ja, Sie haben mir erzählt, man kann Sicherheitslücken, Exploits einfach so kaufen im Internet. Können Sie mir mal zeigen, wie das geht? Ich habe Ihnen mal als Beispiel eine Handelsplattform rausgesucht. Das ist jetzt ein Marktplatz mit festen Preisen. Es gibt genauso gut Marktplätze mit Auktionscharakter. Und sieht aus wie Amazon, da mit Bildchen, Buy It Now, Warenkorb, ja, alles dabei. Also das heißt, wenn ich mir eine Lücke besorgen möchte, weil ich die ausnutzen möchte, aus kriminellen Absichten zum Beispiel, hier kann ich die für Geld kaufen. Exakt. Da haben wir was zu Android, hier auch was zu Office. Was kann man da machen? Das ist jetzt ein Zero-Day-Exploit. Das heißt, dieser Exploit nutzt eine Sicherheitslücke, die Microsoft selber noch nicht mal bekannt ist. Kann man also sich gar nicht gegen schützen. Korrekt. Was könnte man machen, wenn man so eine Sicherheitslücke kauft? Mit dieser Sicherheitslücke könnte ich beispielsweise ein Dokument präparieren. Das heißt, sobald mein Opfer halt dieses Dokument öffnet, habe ich als Angreifer die komplette Kontrolle über den PC des Opfers. Das heißt, ich kann ihn fernsteuern, kann abhören, Kamera einschalten, Tastatureingaben. Das würde alles gehen? Das würde alles gehen. Es hängt nur von der, nenn es mal, Kreativität des Cyberkriminellen ab. Kann man sehen, Office kostet 33 Bitcoins. Das sind genau ungefähr 14.000 Euro. Exakt, ist eine Menge Geld. Exakt. Ist das ein normaler Preis? Für so einen Exploit ja. Es gibt aber auch durchaus sehr viele Exploits, die sehr viel günstiger gehandelt werden, also 50 bis 100 Euro. Mhm. Nach oben hin 100.000 Euro oder sogar in den Millionen, Halbmillionen-Bereichen.
So einfach kann man also eine Sicherheitslücke kaufen. Auf einer Sicherheitskonferenz in Potsdam treffe ich einen Experten, der diesen Markt seit über 25 Jahren beobachtet. Wer kauft denn solche Exploits überhaupt? Es gibt ein paar arme Entwicklungsländer, die sich das wirklich nicht leisten können. Aber weit über 90% kaufen solche Sicherheitslücken, weil sie damit in die Lage versetzt werden, also die Sicherheitsbehörden der Staaten, in Computer einzudringen, Computer zu überwachen und damit auch die gesamte Kommunikation eines Staates und auch der ganzen Welt zu überwachen. Sie sind also damit quasi ein wichtiger Teil des Marktes, die Behörden, die Regierungen. Ja, die pushen den Markt. Gesetzlich hat der Bundestag festgelegt, dass Sicherheitslücken, die den Behörden bekannt sind, nicht veröffentlicht werden müssen. Wie finden Sie das? Das ist natürlich ein Skandal. Also der Gesetzgeber trägt sogar dazu bei, dass Sicherheitslücken offen bleiben. Was sagen aber Politiker eigentlich dazu, dass die Sicherheitsexperten sagen, es schadet, wenn Regierungen Sicherheitslücken, Exploits kaufen, damit sie nutzen können für Behörden, für Geheimdienste und so weiter? Da frage ich mal ein paar von diesen Politikern. Davon hat man durchaus gehört und ich glaube, das wundert in der Szene auch niemanden, dass das so ist. Und ich glaube, da benutzen halt eben staatliche Stellen die gleichen Werkzeuge, die halt eben auch die dunkle Seite des Internets benutzt, um auf so einen Rechner zu kommen, mit dem Unterschied, dass aber alles rechtsstaatlich überprüft wird, was dann da passiert. Das wollen Sie auch von Geheimdiensten sagen? Also ich bin nicht in den Gremien, die die Geheimdienste kontrollieren. Da sind von jeder Fraktion ein Abgeordneter, die tagen geheim und deshalb offen gestanden, kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich will das vielleicht auch alles gar nicht wissen. Wir haben schon natürlich immer einen Spagat. Sagen die Sicherheitsbehörden haben auch Interessen an sowas. Eben. Also wenn man sagt, man will jetzt Straftaten nachverfolgen, man will mitkriegen, was die bösen Buben in diesem Land machen. Aber ich stehe da eher auf dem Standpunkt, dass ich sage, sowas ist falsch. Mhm. Das ist aber ein politischer Spaltpilz, der sich teilweise quer durch die Fraktionen ja auch zieht. Wenn der Staat Kenntnis hat davon, dass irgendwo schadhafte Ware unterwegs ist, dann muss er es öffentlich machen und sagen, das Unternehmen XY, die Nudeln, da sind schlechte Eier drin oder so. Und es ist ein Wahnsinn, dass wir das im IT-Bereich nicht haben, sondern dass der Staat in diesem Fall dafür sorgt, dass diese Nudeln fröhlich weiter gehandelt werden. Das kann nicht sein im Jahr 2016. Aber es liegt daran, dass der Staat eben auch selbst gerne diese Sachen gerne selber ausnutzt. Er verfolgt Eigeninteressen und ist da nicht rechtsstaatlich klar. Und das ist ein Problem. In einem Punkt sind sich alle einig, wir wollen weniger Sicherheitslücken haben, damit wir sicherer im Netz unterwegs sind. Nur der Weg, der ist unterschiedlich. Die einen sagen, alle Sicherheitslücken-Exploits veröffentlichen. Die anderen sagen, naja, ein paar Exploits-Sicherheitslücken brauchen wir schon für uns, damit wir sie nutzen können. Ein Dilemma. Also, Exploits sind Programme, die Sicherheitslücken ausnutzen, von denen die Öffentlichkeit noch nichts weiß. Da hilft dann auch kein Virenscanner. Diese Gefahr ließe sich bannen, indem die Sicherheitslücken, die es auf dem Schwarzmarkt gibt, veröffentlicht würden. Dafür müsste man diese Sicherheitslücken kaufen. Regierungen machen das sogar. Aber leider veröffentlichen sie die gekauften Sicherheitslücken nicht, sondern nutzen sie für eigene Cybertätigkeiten. Und das ist, finde ich, skandalöses Verhalten. Ding Nummer 3. Regierungen verhindern, dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Aktuelles Beispiel, der Bundestrojaner. Das ist ein Trojaner, der vom Staat benutzt wird, um die Computer von verdächtigen Personen auszuspionieren. Und dessen Einsatz ist jetzt gerade vom Innenministerium genehmigt worden. Bleibt die Frage, warum kaufen die großen, milliardenschweren Softwareunternehmen diese ganzen Sicherheitslücken nicht einfach auf und sorgen so dafür, dass sie nicht mehr ausgenutzt werden können? Es ist oft eine Frage der Wirtschaftlichkeit und die Sicherheit der Kunden ist da meist zweitrangig. Im Film eben haben wir es schon gesehen, solche Sicherheitslücken können ziemlich teuer sein. Und natürlich kauft man die nicht in irgendeinem Online-Shop im Internet, sondern im Darknet. Das Darknet ist der Teil des Internets, in dem man einfach alles bekommt. Egal ob legal oder illegal. Das wollte ich mir mal ansehen und deshalb bin ich nach Augsburg gefahren. Denn hier arbeitet und lebt jemand, der sich hervorragend auskennt mit dem Darknet und der alles darüber erklären kann. Und dieser jemand ist Moritz Bartel. Hallo Moritz. Hallo Ralf. Was brauche ich denn, um ins Darknet reinzukommen? Also wir brauchen eigentlich nicht viel. Tor-Browser ist ein speziell angepasster Browser. Also wie man ihn kennt, sowas wie Firefox, ist auch auf Firefox-Basis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Drogen kaufen möchte, wo würde man dann draufklicken? Da muss man sich ein bisschen umschauen, ja. Dann klicke ich mal hier auf zum Beispiel Alpha Bay Market. Mhm.
Das klingt vertrauenserweckend. Ja, Drugs and Weapons Marketplace. Ja. So, und jetzt sind wir auf dem Markt. Okay, und jetzt, oh, man kann Uhren kaufen, man kann Drogen kaufen und ich kann mir auch Universitätsabschlüsse kaufen. Okay, wenn ich jetzt auf zum Beispiel Austria National ID Card gehe, oh, ist gerade eine Promo läuft. Super. Ich kann 2 kaufen, bekomme 1 umsonst. Warum sollte ich jetzt 200 Euro in die Hand nehmen und irgendwem schicken? Ich will ja irgendwie eine Garantie haben. Und das sieht man hier auch, Trust Level 5. Und das läuft eben ähnlich wie bei eBay, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass Leute Feedback hinterlassen. Man kann raten, ob das Produkt auch wirklich sauber ist. Ist das jetzt eigentlich schon illegal? Machen wir uns strafbar, wenn wir jetzt solche Sachen aufrufen und auswählen? Oder wo fängt das Illegale an? Weißt du das? Auf dem Niveau, wo es dann natürlich auf alle Fälle in die Strafbarkeit geht, ist, wenn wir jetzt hier auf Order klicken und was bestellen. Wofür brauchen wir denn das in der Gesellschaft, dass es unüberwachbar ist? Es gibt doch das Argument, wenn man nichts zu verbergen hat, ist es doch noch nicht schlimm, wenn Leute das mitkriegen. Ja, also dieses Argument finde ich immer so ein bisschen kurz gedacht. Wenn man in die Welt schaut zum Beispiel, wir haben 193 Länder und ich würde sagen, in 180 dieser Länder kann ich meine politische Meinung nicht einfach frei äußern oder laufe Gefahr, dass ich dadurch eben in den Fokus gerate von Ermittlungen, wenn ich was gegen den König schreibe oder ich schreibe was gegen die Regierung. Also wenn ich jetzt Informationen hätte, die ich sicher einem Journalisten weiterreichen möchte. Genau, also einer, ich glaube, der bekannteste Tor-Nutzer überhaupt ist Edward Snowden. Mhm. Der wusste, dass selbst die NSA sich an Tor die Zähne ausbeißt. Und deswegen hat er Tor benutzt, um mit Journalisten Kontakt aufzunehmen. Inzwischen ist es so, dass verschiedene Nachrichtenplattformen, eben zum Beispiel die New York Times, eine Möglichkeit bietet, denen Informationen zukommen zu lassen. Also neben Drogen und Waffen kann man auch hier albanische Mafia-Killer buchen. Ist das der Punkt, wo du denkst, oh, hätte ich das bloß niemals angefangen, sowas? Ich nehme das schon ernst und ich sehe natürlich die Möglichkeiten, die so ein Netz bietet. Aber die Frage ist, was bewirke ich, wenn ich diese Technologie verbieten würde? Also man kann sich das vorstellen wie, ich kann auch in den Baumarkt gehen und kann mir eine Axt kaufen und kann die mit Cash bezahlen und dann gehe ich um die Ecke und schlage jemanden Schädel ein. Das heißt, es gibt Werkzeug, das überall verfügbar ist, das frei verfügbar ist, wo nicht meine Identität dafür gefragt wird, was ich aber auch missbrauchen kann. Also jede Technologie bietet ein Potenzial zum Missbrauch. Das Problem ist bloß, wenn ich das jetzt verbieten würde, dann benutzen das die Kriminellen weiter. Das ist ja auch so ein bisschen ein Argument von der Waffenlobby, die ja auch sagen, es sind nicht die Waffen, die Menschen umbringen, sondern es sind andere Menschen, die Menschen umbringen. Bei einer Waffe finde ich die Argumentation schwieriger. Und da bin ich auch kein Fan von. Also ich bin nicht ein Fan von überhaupt einem Zugang zu Waffen. Aber da liegt es auch ganz anders. Da habe ich wirklich eine Waffe geschaffen. Ich betrachte Tor eben nicht als Waffe. Mhm. Wenn ich mir das Postnetz anschaue, das bietet ja dieselben Möglichkeiten. Ich kann mir über das Postnetzwerk weltweit illegal Sachen zuschieben. Was wäre so dein Wunsch für die weitere Entwicklung, auch gesellschaftlich? Also ich würde mir wünschen, dass das Netz grundsätzlich voll verschlüsselt ist und für jeden unüberwachbare Kommunikation zur Verfügung stellt, weil ich das Gut der freien Meinungsäußerung sehr hoch halte und sehr hoch einschätze und sehr wichtig einschätze in der Zukunft. Und dass die Schattenseiten bedeuten, wenn man das jetzt Ganze nicht schafft, nicht herstellt für die Bevölkerung, dass es nur Kriminelle benutzen. Das heißt nicht, dass man den gesunden Menschenverstand am Browserfenster abgeben muss. Denn leider tummeln sich im Darknet viele, viele Kriminelle. Und man weiß nie genau, wer hinter solchen Seiten steckt, wie der von der albanischen Mafia. Aber ich finde, es geht niemandem etwas an, über was ich mit wem rede. Und dank dieser Technik müssen Menschen in repressiven Regimes keine Angst mehr davor haben, ins Gefängnis zu kommen oder gefoltert zu werden, nur weil sie irgendwas gesagt haben, das nicht der Regimemeinung entspricht. Das ist Ding Nummer 4, das Darknet rettet Menschenleben. Im Darknet tummeln sich regimekritische Stimmen genauso wie Drogendealer und Geheimdienste. Die auf jeden Fall. Und Geheimdienste spielen wohl auch eine entscheidende Rolle beim weltweit bisher raffiniertesten Computervirus.
Also es war relativ schnell klar, dass das keine normale Cyber-Gangster-Aktion war. Das hat alles überstiegen, was wir uns so in unseren kühnsten Albträumen vorgestellt hatten. Das war auf jeden Fall der erste digitale Schlag, den die Welt mitbekommen hat. Im Juni 2010 bekommt es Frank Boldewin zum ersten Mal mit dem außergewöhnlichen Computervirus Stuxnet zu tun. Weißrussische Cyberspezialisten hatten ihn auf Rechnern ihrer Kunden entdeckt. Der Virus nutzt unbekannte Sicherheitslücken. Solche Schwachstellen werden für Millionensummen gehandelt. Mir war von vornherein klar, dass es was Außergewöhnliches sein muss, weil unbekannte Schwachstellen einfach so zu verbraten, dafür sind sie zu teuer. Das Schadprogramm ist extrem komplex. Aber was ist sein Ziel? Geht es hier um gewöhnliche Industriespionage? Nachdem ich so ein paar Teile entschlüsselt hatte, konnte man sehen, okay, das muss irgendwas mit einer Siemens-Anlage zu tun haben, mit einer Industriesteuerung. Und wahrscheinlich geht es eben um eine Sabotage. Ja. Der Virus attackiert Siemens-Software, wie sie in vielen Industrieanlagen verwendet wird. Sicherheitsexperten knöpfen sich Stuxnet jetzt vor. Wir wussten damals schon, dass die meisten Infektionen mit dieser Schadsoftware im Iran vorgefallen waren. Und halt im Iran, ja, da gibt es nicht so viele Ziele, aber eins stand natürlich ganz oben an und das ist das iranische Nuklearprogramm. Im Jahr 2002 war ans Licht gekommen, dass der Iran verborgene Atomanlagen betreibt, unter anderem in Natanz. Eine unterirdische Anlage zur Anreicherung von Uran, angeblich ausschließlich gedacht zur Energiegewinnung. Aber die Zentrifugen können auch zur Herstellung von Atomwaffen genutzt werden. Eine beunruhigende Aussicht, vor allem seit Präsident Ahmadinejad Israel mit Vernichtung droht. Gibt es eine Verbindung zwischen der Anlage von Natanz und Stuxnet? Langners Experten setzen Stuxnet auf Steuerungssysteme an, die auch in Natanz genutzt werden. Sie landen einen Volltreffer. Der Virus beißt an. Jemand muss ihn in die Anlage eingeschleust haben. Man geht davon aus, dass ein Wartungstechniker-Laptop irgendwann mal infiziert worden ist, der dann Zugriff auf eine Anlage hatte, rein ist. Und in dem Moment fängt natürlich Stuxnet an, sich im Netz umzuschauen. Der raffinierte Plan, die Zerstörung der Uranzentrifugen durch regelmäßige Überlastungen. Was uns sehr überrascht hat, ist die Tatsache, dass der Schadcode ganz eindeutig nicht darauf zielt, mit einer großen Explosion so viel Zentrifugen wie möglich zu zerstören. Diese Schadsoftware arbeitet anders. Sie macht immer so ein bisschen kaputt. Der Sabotageplan geht auf. Stuxnet zerstört wahrscheinlich mehr als 1000 Zentrifugen in Natanz. Die iranischen Atomingenieure sind ratlos. Die nukleare Aufrüstung des Irans fällt um Jahre zurück. Keiner hat sich hier offiziell zu Stuxnet bekannt. Aber wer die Urheber sind, ist ein offenes Geheimnis. Ich glaube, ich habe als Erster gesagt, dass hauptsächlich die Amerikaner dahinter stecken, dass darüber hinaus Israel also ein elementares Interesse hat, dieses Nuklearprogramm zu stoppen, war nun auch bekannt. Womöglich war die Enttarnung von Stuxnet im Sommer 2010 von Anfang an Teil des Plans. Militärstrategisch wäre das sinnvoll. Sie können ja nicht auf einer Militärparade dann jetzt irgendwo 100 Soldaten lang marschieren lassen, die alle einen USB-Stick in die Luft halten. Das bringt ja nichts. Also Sie können ihre militärischen Cyberfähigkeiten nur durch einen erfolgreichen Angriff tatsächlich demonstrieren. Stuxnet gilt als erste Cyberwaffe der Geschichte. Er ist die Vorlage dafür, wie die Kriege der Zukunft geführt werden können. Denn Stuxnet wird nicht der letzte Cyberangriff bleiben. Stuxnet war alles in allem ein Angriff, der sehr konzentriert ein Ziel hatte, die iranischen Atomanlagen zu zerstören. Der erfolgreiche Einsatz von Stuxnet gilt als digitaler Erstschlag. Das bedeutet, Stuxnet war eine Waffe, die von Staaten entwickelt und eingesetzt wurde und nicht von irgendwelchen Kriminellen. Diese Software ist also vergleichbar mit einem Bombenangriff. Mit anderen Worten, es handelte sich um einen kriegerischen Akt, mit dem das iranische Atomprogramm um mindestens 2 Jahre zurückgeworfen wurde.
Das ist Ding Nummer 5. Computer sind die Waffen in den Kriegen von morgen. Und dabei geht es nicht nur um Attacken auf Atomanlagen. Alles lässt sich mit Schadprogrammen angreifen. Es ist ja so, dass alle militärischen Einheiten irgendeine Software einsetzen, um zum Beispiel Drohnen zu steuern oder Waffen zu lenken. Und da keine Software fehlerfrei ist, ist es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis genau diese Softwaresysteme angegriffen werden. Die Konflikte auf der Welt werden in Zukunft wahrscheinlich ganz anders ausgetragen, als man sich das so im Allgemeinen vorstellt. Unsere Russland-Korrespondentin Golini Atay hatte auch so ihre Erfahrungen gemacht. Im Jahr 2014 herrscht Krieg in der Ukraine. Doch die Schlacht tobt nicht nur dort. Golini Atay berichtet für die ARD aus Moskau. Ihr fällt auf, dass Kommentarseiten, Blogs und soziale Medien mit pro-russischen Meinungsäußerungen geradezu überflutet werden. Und das schon seit 2011. Es hat sehr viele Verschwörungstheorien gegeben, Hasskommentare gegeben. Und bei vielen Beobachtern kam eben der Eindruck auf, dass es sich um eine konzertierte Kampagne handelt. Berichte russischer Journalisten machen sie auf eine ganz besondere Firma in St. Petersburg aufmerksam. In diesem unscheinbaren Gebäude arbeiten etwa 400 Menschen. Ihr Auftrag? Gegen Bezahlung schreiben sie Kommentare in russischen und internationalen Online-Medien. Trolle werden solche Menschen genannt. Sie verbreiten im Internet Propaganda, provozieren und beleidigen. Ein oft genutztes Mittel, rassistische Hetze. Über diesem Bild steht Putin und Merkel nach 16 Stunden Verhandlung. Es hat auch Aktivisten gegeben, die oppositionell eingestellt sind, die auch undercover eben diese Arbeit gemacht haben, einfach nur um die Existenz dieser Trollfabrik zu beweisen. Da denke ich eben an Marat Burkhardt, den ich dann auch interviewt habe. Marat Burkhardt, ein ehemaliger Lehrer, erzählt der Journalistin vom Alltag in der Trollfabrik. Etwa, dass es unter den Trollen eine strikte Arbeitsteilung gab. Einmal musste ich die Leser überzeugen, dass eine Mehrheit der Deutschen Putins Politik unterstützt. Der Böse schreibt, Quatsch, die Deutschen mögen Putin nicht. Dann kommen wir. Und wir schreiben, natürlich lieben sie ihn. Schau mal hier. Und dann postete ich einen Link zu einem dubiosen russischen Nachrichtenportal dazu. Die Schlussfolgerung war, Putin wird verehrt in Deutschland. Merkels Popularität sinkt. Es gibt ein sehr rigoros geregeltes Schichtsystem. Das heißt, die Fabrik muss im 24-Stunden-Betrieb existieren. Es gibt bestimmte analytische Papiere mit bestimmten Thesen und Argumentationsketten. Und diese müssen dann in die Kommentarspalten übertragen werden. Marat Burkhardt bleibt nicht der Einzige, mit dem Golini Atay redet. Auch die Aktivistin Ljudmila Savtschuk hat sich in die St. Petersburger Agentur eingeschmuggelt, um die Arbeit der Trolle aufzudecken. Ich war drin und sah, wie viele Mitarbeiter dort arbeiteten und wie viele Accounts jeder betreut. Egal auf welche Homepages du schaust, von Massenmedien, sozialen Netzwerken, Nachrichtenportalen, dann merkst du, wie viele von diesen Trollnachrichten es gibt. Ljudmila Savtschuk geht einen Schritt weiter. Sie verklagt ihren ehemaligen Arbeitgeber. Und sie bekommt Recht. Die Agentur muss ihr eine symbolische Entschädigung zahlen. Damit ist sogar gerichtlich bestätigt, es gibt sie wirklich, die Trollfabrik. Der Informationskrieg, bezahlte Propaganda, subtile Polittechnologie ist auf jeden Fall ein neues Instrument der Kriegsführung. Und ich denke, da ist nicht nur Russland Vorreiter, es geht auch um Staaten wie China, wie Iran, der sogenannte Islamische Staat. Das ist ein Instrument, mit dem wir uns sehr viel intensiver beschäftigen müssen. Ich bin mal gespannt, wie viele Kommentare zu diesem Thema es gleich auf unserer Facebook-Seite geben wird. Liebe Trolle, das hier ist die Adresse.
Die Chancen stehen gut, dass wir genau die Schichtarbeiter anlocken, über die wir gerade berichtet haben. Für die einen ist es eine Verschwörungstheorie der Lügenpresse, für uns ist es einfach nur Ding Nummer 6. Bezahlte Trolle manipulieren Meinungen in sozialen Medien. Da fragt man sich natürlich, gibt es eigentlich einen Weg zu erkennen, ob solche Kommentare von bezahlten Menschen oder Maschinen verfasst worden sind? Tatsächlich arbeiten Forscher der Universität Siegen gerade daran, solche Kommentare automatisiert herauszufiltern. Bis sie allerdings verlässliche Algorithmen entwickelt haben, bleibt uns nur der gesunde Menschenverstand. Und das bedeutet auch, dass man es vermeiden sollte, eine Meinungsäußerung mit einem Fakt zu verwechseln. Manipulation von Meinung durch bezahlte Internet-Trolle könnte man eigentlich der psychologischen Kriegsführung zuordnen. Fragt man sich, wäre es nicht besser, das Internet gleich komplett abzuschalten? Das Internet hat die Welt verändert. Nicht immer nur zum Guten. Wäre es nicht zumindest mal einen Versuch wert, es einfach abzuschalten? Wir haben das mal gemacht. Alle Leitungen sind lahmgelegt, kein Internet mehr. E-Mails gehen nicht mehr raus und Surfen im Internet ist vorbei. Festnetztelefone, die übers Internet laufen, funktionieren nicht. Hallo? Aber auch mit dem Handy geht bald nichts mehr. Bereits nach wenigen Stunden bricht das Mobilfunknetz zusammen, wegen Überlastung. Geld abheben am Bankautomaten? Nicht mehr möglich ohne Internet. Auch am Schalter gibt es kein Geld. Die Buchungen werden online gesteuert. Aber mit Geld lässt sich sowieso kaum noch etwas anfangen. Die Supermärkte können keine Waren mehr bestellen. Der Wegfall des Internets hat katastrophale Folgen für die gesamte Wirtschaft. Besonders empfindlich trifft es den Finanzmarkt. Die Transaktionen laufen überwiegend digital. In Krankenhäusern können Schwerstkranke bald nicht mehr mit Medikamenten versorgt werden. Risikopatienten warten vergeblich auf ihre Tabletten. Ohne Internet funktioniert auch kein Flugverkehr. Flugzeuge können keine Sicherheitschecks machen und müssen am Boden bleiben. Ohne Internet steht unsere Gesellschaft still. Ah, ich hab's geahnt. Es ist zu spät, das Internet abzuschalten. Und das ist Ding Nummer 7. Ohne Internet ist unser Leben nicht mehr möglich. Tja, schon bitter, wie abhängig wir uns gemacht haben. Mit Internet und Software lassen sich komplette Industrien zerstören und ganze Städte lahmlegen in einer Art und Geschwindigkeit, die mit konventionellen Waffen gar nicht denkbar wäre. Ich hoffe, Sie sind gut geschützt im Internet unterwegs. Und das bedeutet vor allem, achten Sie auf sichere Passwörter und geben Sie so wenig wie möglich von sich selbst preis. Wäre schön, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von Quarks und Kaspers wiedersehen würden. Bis dahin, eine schöne Zeit.